Oh, Alter, was geht ab, Leute, hier? Es gibt nach langer Zeit mal wieder Ramen. Perfekt für das Wetter. Es ist kalt und regnerisch geworden. Der selbsternannte Ramen-Experte checkt einen neuen Laden ab, wo es Ramen gibt, weil zum Glück leben wir in München. Und da kann ich sagen, ich habe jede Ramen in München gegessen. Würden wir in Berlin leben, keine Chance, Digga. Ey, ich glaube, ich bin hier schon sehr oft vorbeigegangen. Weil in die Richtung damals hatte John gewohnt, damals Corona-Zeiten noch. So. Auf jeden Fall die Shoyu-Ramen, Leute. Ein Zuschauer meinte, ich soll mal, wie heißt denn das, Yakitori abchecken und da die besten aus München finden. Ist halt eine Nebenspeise. Ich kann nicht in jeden Laden gehen und nur eine Nebenspeise bestellen. Schwierig. Das ist interessant, dass die nennen sich Casual Food hier. Sieht echt krass aus, Leute, wie es glänzt, oder? Oh mein Gott. Ich bin gespannt, ich bin hungrig, ich komme direkt vom Gym. Let's go! Let's go! Mein Gott! Ich glaube, die Ramen werden krass. Ich glaube, die Ramen werden gut. Leute! Vorsicht, heiß! Das Ganze gesehen. So, die Ramen, Leute. Interessant, interessant. Green Check. Interessant. Ich habe sowas auch nicht geschmeckt, aber intensiv. Flash-Check. Zack. Nudeln-Check. Oh ja, dieser Pilz, wie aus Animes. So, ich habe auf Google Maps geschaut. Da hinten war tatsächlich Chongs alte Wohnung. Und ich habe Flashbacks bekommen. Ich habe ein relativ gutes Gedächtnis. Zu der Zeit gab es diesen Laden noch nicht. Die hießen Sakura. Da gab es, glaube ich, nur Sushi. Und keine Ahnung, seit wann die jetzt Taco heißen und dort auch Ramen anbieten. Ramen waren interessant. Haben mich jetzt nicht umgehauen, aber waren lecker. Aber die waren ganz anders als alle Ramen, die ich bisher hatte. Das hat sich eher nach einer guten Suppe, jetzt schwer in Worte zu fassen. Ihr denkt euch ja, Ramen-Nudelsuppe ist ja Suppe. Es hat ganz anders geschmeckt als die Ramen, die ich bisher hatte. Es hat mich eher an so einen kalten Wintertag und dann hast du wirklich eine Suppe ohne Nudeln. Die Nudeln waren auch viel dünner als Ramen. Es hatte ein anderes Feeling, falls man das so erklären kann. Da waren so Karotten drin, so, ich weiß nicht, wie man dieses Kraut nennt. Kohl, auch dieses Rindfleisch, so, hat mich eher an so eine Suppe erinnert. Ich blende euch das mal ein. Es hat mir jetzt nicht dieses Ramen-Feeling gegeben, aber es war trotzdem natürlich lecker, aber schwer zu ranken. Ich weiß nicht, wo ich die da in meine Liste packen könnte. Ich habe auch ein bisschen mit dem Typen gequatscht, ich weiß nicht, ob das der Besitzer war. Ich habe ihm erzählt, dass ich alle Ramen hier in München getestet habe. Und was meine Nummer 1 ist, und dann habe ich ihn gefragt, was seine Nummer 1 ist. Und seine Nummer 1 ist meine Nummer 2 gewesen. So Leute, es ist ziemlich kalt geworden. Was für ein Wetterumschwung. Das habe ich gesucht, das Wort.
Bò Sốt Vàng. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist ein vietnamesisches Gericht. Ja, so eine Art Gulasch-Eintopf, was weiß ich, wie man das nennt. Und so haben die Garm heute geschmeckt. Gar nicht wie typische Garm. Heißt nicht unbedingt, dass es schlecht ist, nur weil es anders ist, aber die Nudeln waren anders, die Brühe war anders, die Zutaten waren anders, das Fleisch war anders. Hat halt mich eher daran erinnert. Dementsprechend beim Ranking, das sind jetzt die 12. Ramen. Ich würde den, übrigens, das Ranking ist unten in der Beschreibung, auf Platz 9, geteilter Platz 8 und 9 mit Takumi setzen. Der kriegt einfach eine 5,0, war einfach gut, solide, Mittel. Und da ich nicht denke, dass diese Ramen das Video füllen, gibt es hier noch eine Filler-Episode. Am Wochenende war GoFest global oder so. Ich habe ein Ticket geschenkt bekommen und dementsprechend habe ich es nicht verschwenden lassen. Ich habe ein bisschen gezockt. Hatte vor, vielleicht zu filmen, aber Motivation ist schnell den Bach runtergegangen. 8 Stunden schaffe ich niemals. Außerdem wollen wir uns auf Food fokussieren. Nicht wieder irgendwie ein bisschen Pokémon Go reinmischen. Die Vlog-Elemente behalten wir natürlich. Kommt hauptsächlich dann nach dem Food immer. Wie jetzt zum Beispiel, kleines Recap. Ich zeig euch was, weil ich habe was Krasses gefangen. Und das Traurige ist, obwohl es halt krass ist, hat es mich nicht wirklich begeistert von den Sockengrauen. Früher hätte ich geschrien. Das wäre ein krasses Video-Highlight geworden, aber ja, ich habe es gefangen, ich habe es gecheckt und dann kam halt so ein, oh, und das war's halt. Dementsprechend sieht man auch, ja, das mit Pokémon Go, das wird nie wieder so wie früher. Ich habe ein Shiny Rayquaza gefangen. Ich habe natürlich mehr Rayquaza gefangen. Ich habe so eine Galaxo mit Hut gefangen, Shiny. Der war, glaube ich, neu. Chalelos war, glaube ich, neu. Ordoch war für mich neu, glaube ich. Genau, bei Apipi hat es, glaube ich, angefangen. Das sind so die Shiny, die ich gefangen habe. Dieses blaue Eichhörnchen, das regional ist, das war komplett neu. Dex-Eintrag, den habe ich mir auch davor nicht ertauscht. Und jetzt natürlich das Highlight. Ho! Ein mysteriöses Hunderter! Mashallah! Dionzi. 100%. Für einige super saftig, für mich ganz okay. Nett. Ja, das war's von mir, Leute. Das war meine Ausbeute vom GoFest. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Hatte eine geile Ausbeute. Ich hatte vor, eine Challenge zu machen. 24 Stunden Pokémon Go zocken. Ich habe das schon mal gemacht. Aber da habe ich mich nicht so auf Pokémon Go fokussiert. Da ging es hauptsächlich darum, wach zu bleiben. Das war so die Challenge für mich. Und ich hatte vor, irgendwie so die meisten Fänge in 24 Stunden zu machen. Und wenn ich mich da auf die Fänge konzentriere, kann ich auch sagen, hey, ich muss nicht wach bleiben. Was, wenn ich jetzt 2 Stunden mich hinlege? Dann habe ich halt Pech gehabt, denn in den 2 Stunden fange ich halt weniger. Aber ich muss nicht unbedingt 24 Stunden wach bleiben. Und dann halt die Community herausfordern, ich kann Spieletrend herausfordern, ich kann Pookie herausfordern, spielt er überhaupt noch? Julian. Sowas dachte ich mir, aber dann kam halt das GoFest. Ich habe 2, 3 Stunden gezockt. 4. Und dann war ich auch schon komplett am Boden. Und dann dachte ich mir wieder, Digga, diese 24 Stunden würde ich niemals, niemals schaffen. Das war's von mir, Leute, und den 8 besten Ramen in München. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram. Wir sehen mit, könnt ihr für Crow, Crypto Cashflow generieren, jeden Tag tracken, serious business und ciao. Ah ja, CryptoPump, 7% BTC. Let's go!